Ja, liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play F1 2019. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Abschnitt, beziehungsweise mit dem nächsten mit der nächsten Trainingseinheit. Es geht ums Qualifying zum großen Preis von Kanada. Das Training war ja schon erfolgreich, aber können wir das auch aufs Qualifying übertragen? Die Antworten finden wir hoffentlich jetzt. Vielleicht wird das ein ähnlich erfolgreiches Wochenende. Wie vorher auch. Hallo und willkommen am Circuit Gilles Villeneuve. Hier findet das heutige Qualifying für den großen Preis von Kanada statt. Wenn es darum geht, Rundenzeit aus der Strecke herauszuholen, erreicht man das gewöhnlich durch Maximierung der Spitzengeschwindigkeit. Sollte man den Abtrieb minimieren, die Kurven mit Risiko angehen und auf den Geraden alles rausholen? Die Teams sind mit einer Vielzahl von Teilen eingetroffen, mit denen sie das meiste aus den langen Geraden herausholen wollen. Die Wagen werden zwar in den Kurven schwerer zu steuern sein, aber das gilt ja dann für alle Teams. So ist es. So, ich fahre jetzt mal gerade kurz in die Mediums. Weil, dann haben wir mit den Softreifen im zweiten Versuch nochmal eine gute Möglichkeit. So, also wir hätten mit den Softreifen nochmal eine Möglichkeit zu kontern. Also deswegen knalle ich jetzt gerade mal die Mediums raus. Den Satz brauche ich sowieso nicht. Die kriegen ja am Rennen 9 quasi. Wenn ich jetzt eine gute Zeit setze mit dem Reifensatz, dann ist das okay. Und dann quasi mit dem Softreif nochmal kontern, vielleicht mit dem zweiten Satz nochmal hinterher kontern. Und nicht so unnötig den Reifensatz kaputt fahren. So, mal gucken. So, ein bisschen rausgekommen. Also ideal war es definitiv nicht. Ich vermute, dass wir sogar noch einen zweiten Versuch setzen müssen. Butler, 13-2. Eine Möglichkeit hätten wir, die Zeit zu kontern. Wir sind eben in Froh 12-5 gefahren oder sogar noch schneller, 12-3 oder was war das? Was jetzt gleich der Sektor sagt. Wir haben noch keine Zwischenzeit von uns heute. Sainz, 13-1. Da vermute ich, dass die Top-Teams sogar die 12er-Zeiten fahren. Und zwar problemlos. Hamilton 5. Alter, was jetzt ab? Ich fahre 12-2 gerade auf Medium. Und setze mich hinter Hamilton auf 2. Ich glaube, die schnelle Runde reicht nicht mehr. Wir haben kaum noch DRS. Ich glaube, wir kriegen keine schnelle Runde mehr hin. Ich glaube, es wird nichts mehr werden. Müssen wir jetzt schon uns strecken. Ja. Schade. Also mit dem Medium wird es auf jeden Fall nichts werden, auf die Pole zu fahren.
best lap so far is a 1:12.2. Also ihr müsst auf jeden Fall nochmal einen Satz ziehen. Jetzt haben sie immer nur 4. Aber wie gesagt, nochmal. Guck mal bitte auf unsere Reifen. Guck mal bitte auf die Reifen der Konkurrenz. Also wir sind nur etwas mehr als eine halbe Sekunde hinter der Spitze. Das ist okay. Die Zeit kriege ich mit den Soft wahrscheinlich nochmal aufgeholt. Wenn natürlich jetzt viele sagen, die bleiben jetzt noch ein bisschen drin. Dann baut das jetzt oben in der Spitzkehre. Ich vermute, dass der die Runde aber nochmal abbricht. Ich vermute, dass der die Runde nochmal abbricht heute. Also auf jeden Fall, wir haben noch 9 Minuten, einen Zug will ich noch machen. Ich muss auf jeden Fall noch mal auf die Softreifen gehen, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Diese 12.2, die wir da gerade haben, also die 11.5 ist schon heftig, aber ich bin 12.2 auf Medium gefahren. Ich bin nämlich, glaube ich, 12.5 oder was war da auf Soft gefahren. Aber jetzt auf Medium müssen wir noch mal einen Satz ein bisschen was zulegen. Schnellster im dritten Sektor, knapp. Was heißt knapp? Wir sind eigentlich gut vorneweg. Wir haben es, glaube ich, im zweiten, ja, der erste und zweiten, die ersten zwei Sektoren, die haben ein bisschen verkackt. West 16th in the speed trap. 26.0 km/h. Ja, daran liegt es so ein bisschen. Der Motor ist nicht ganz so schnell, um genau diesen kleinen Nachteil auffangen zu können. Hülkenberg auf 20. Uiuiui, der muss ja auch noch. Bei Renault auf 18 und 20. Also, das ist. Da muss noch mal was kommen, liebe Leute. Die Frage ist, wer wird noch mal jetzt rausgehen gleich? Keiner auf der Strecke. Keiner ist noch. Doch ist keiner auf der Strecke. Da tut sich bei Sebastian Vettel was. Also der wird jetzt gleich rausgehen. 7,5 Minuten haben wir noch. Der wird dann jetzt gleich seinen zweiten Versuch angehen. Die Zeit kriegen wir. Komm, die kontern wir. So, dann gehen wir jetzt auch mal auf die Strecke. Also jetzt alle kommen. Zumindest versuchen, ein oder zwei Versuche zu setzen mit dem Reifensatz. Also wenn ich schon die Möglichkeit habe, eine Pole zu holen, dann will ich es auch holen. Was für 4 werden. Also so ein Traumergebnis, aber... Gucken, nach dem Sieg will ich dann, nach dem Monaco-Sieg möchte ich tatsächlich doch ein bisschen mehr. Ich habe die Chance mit der Pole. Hamilton, Vettel, Leclerc und dann wir. Und dann Max. Ein ganz minimaler Quersteher. Da vorne ist hinten scheint McLaren zu sein vor uns.
Also was müssen wir rausfahren? 0,7 Sekunden. Im Idealfall knacken wir das beim ersten Versuch. Aber wie gesagt, auch die Konkurrenz wird natürlich nicht schlafen. Sektor 1 geht schon mal auf unser Konto. Die Zeit im Moment mitten haben wir. 5 Minuten noch. Na, ich glaube, das können wir hinkriegen. Mit einem Versuch auf die Pole zu fahren. Die Runde muss für mich passen dafür. Ich will ungern noch einen zweiten Satz verballern. Aber das wird nochmal, na, es wird sogar eine 10er-Zeit. 10, 8, 10, 7, irgendwie sowas. Wenn ich die Runde mitgenommen bekomme, wird das eine 10er-Zeit werden. Ja, gehen wir von 10, 7 aus mit ein bisschen Glück. So, zurück in die Garage, definitiv. Das ist nochmal eine Ansage. Ich wollte nur diesen einen, wenn ich wirklich einen Versuch packen kann. Kann man mal so fahren. Ja, es stehen 3 Versuche da, ich weiß. Es waren halt, wie gesagt, 2 auf Mediums. Aber die Mediumzeit, die zweite war baumäßig. So, mal gucken, ob sie jetzt nochmal gekontert kriegen. Ich habe Hamilton hat dann vorher gerade verschossen. Ist überhaupt auf der Strecke gerade? Verstappen, Leclerc, nö, ist er nicht. Komm, Hülkenberg, muss ja weg von Platz 20 da hinten. Oder schafft der Renault nicht mehr. Hat er hier so ein Auto vor sich? Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es Stroll oder Perez ist. Ich glaube, es ist Stroll, wenn ich es richtig gesehen habe. Ah, Hülkenberg, der kommt da unten nicht weg. Der hat Verkehr auf der Straße. Der hat halt genau den. Ich vermute, dass es Stroll ist. Ich weiß es aber, wie gesagt, nicht. Ja, jetzt gucken. Was ist es denn? Lenz Stroll. Ja, es ist Lenz Stroll übrigens. Also tatsächlich habe ich es richtig gesehen. Perez ist, glaube ich, nicht auf der Straße. Auf der Strecke. Doch, der ist er wohl, aber. Ah, da muss aber noch ein bisschen was, lieber, ja. Was macht denn unser Teamkollege? Hängt momentan auf 19 fest. Letzte Minute läuft. Wir können eh nichts mehr machen. Das heißt, wir sind unsere. So, was lenkt jetzt unser Kollege? Nichts. Bleibt auf 19 stehen. Ich vermute, dass er nämlich nur diesen einen Zug, diesen einen Versatz nochmal setzt. Ricciardo auf 18 momentan. Auch sehr, sehr enttäuschend. Die beiden Renault auf 18 und 20. Das haben sie sich wahrscheinlich, oder hätten sie sich wahrscheinlich anders vorgestellt. Es sei denn, der haut jetzt nochmal hier so eine Fabelzeit raus. Wer weiß, was noch passieren kann. Er bricht ab. Platz 18. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Richter, Bottas und Lewis Hamilton. Das Qualifying ist beendet. Jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Ja, perfekt. Passt. Auf jeden Fall. Unsere zweite Pole in dieser Saison. Hier in Kanada vor allen Dingen.
So. Gut. Das war. Das war eine tolle Leistung im Qualifying. Happy, happy, happy. Jo, und mit diesem Glück, mit meinem glücklichen Gesichtsausdruck verabschiede ich mich heute hier raus aus dem Qualifikationsrennen. Wir sehen uns morgen wieder und dann hoffen wir, dass wir das Rennen auch noch rocken. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play F1 2019.